beide relativ gut begonnen. Ja, die Kärntner sind sogar noch ungeschlagen in dieser Meisterschaft. Und sie haben offensichtlich auch einen Trainer, der nicht nur über die jungen Spieler spricht, sondern sie auch einsetzt, zumindest den ein oder anderen. Heute kommt wieder so ein ganz junger Mann dran, Robert Schellander, ein 20-jähriger Mittelfeldspieler. Hier sehen wir ihn gleich. Er das erste Mal von Beginn an in Kärnten mit dabei. Robert Schellander kommt aus dem eigenen Nachwuchs. Seine bisherige Bundesliga-Erfahrung beruht auf 3 Einwechslungen, 2-mal in der vergangenen Saison und zuletzt spielt er 6 Minuten in Mattersburg. Für ihn muss der Nationalspieler Thomas Höller auf die Bank. Ebenso wie die ungarische Neuerwerbung Peter Kabat, der noch konditionellen Rückstand aufweist. Helge Kollwitz und der Isländer begrüßt Bjarni Johansson, den Trainer von Grindavík, dem isländischen Gegner der Klagenfurter in der UEFA-Cup-Qualifikation in der nächsten Woche. Bei Schwarz-Weiß Bregenz Dietmar Berchtold für den an der Wade verletzten Axel Lavare von Beginn weg in der Mannschaft und sein Trainer Regi van Acker, der fröhliche Belgier, nach dem guten Saisonstart auch für das Spiel in Klagenfurt zuversichtlich. Schwarz-Weiß Bregenz in Rot beginnt recht flott mit verstärktem Mittelfeld. Klaus, die einzige echte Sturmspitze für Aslan Serkan. Und der Türke mit dem ersten Warnschuss nach knapp 10 Minuten. Die Klagenfurter im direkten Gegenstoß. Zafferin der Niederländer, Vorderecker zuletzt mit Knieproblemen. Herrlich gemacht für Maric, nicht im Abseits. Und Torhüter Almir Tolja. Mario Maric von Otto Baric für das Freundschaftsspiel der Kroaten in 2 Wochen in England nominiert. Kolwitzon. Und der FC Kärnten versucht es auf dem nassen Rasen von Beginn weg mit Weitschuss. Und die Klagenfurter verstärken auch sofort den Druck. Kogler, Hota, zuletzt sehr laufstark, der Motor im Mittelfeld, Vorderecker. Und er setzt nach und etwas Glück für Almir Tolja, den Bosnier im Bregenzer Tor. Aus diesem Befreiungsschlag entwickelt sich gleich der nächste Angriff. Bragstad gegen Bubalo und Eckball für den FC Kärnten. Jovanovic, Zafarin, Jovanovic. Und Kolwitzon. Gute Distanz, 16 Meter die Entfernung. Aber die Sicht frei für den Torhüter und daher keine echte Gefahr für die Bregenzer. Aber gute Szenen des FCK. Papatz. Spiel läuft sehr schnell über mehrere Stationen. Hota und jetzt vielleicht die Möglichkeit für Linker zu einem schnellen Gegenstoß. Aber leichtsinniger Ballverlust der Bregenzer im Mittelfeld. Hota. Papatz. Und die bisher größte Gelegenheit in der 22. Minute. Und Trainer Hannes Haubitz, er hat immer von einem Geduldsspiel gesprochen. Bregenz nur selten am gegnerischen Strafraum. Skippens der Belgier und Laszlo Klaus, der es gegen die stabile Klagenfurter Verteidigung nicht leicht hat. Erst ein Gegentreffer für die Kärntner in 3 Spielen. Kogler, Papatz, Hota. Weiter Pass für Maric. Letzte Szene vor der Pause. 0:0, der Stand nach 45 Minuten. Vor 8000 Zuschauern bei teilweise wolkenbruchartigem Regen. Die zweite Hälfte. Zafarin gegen Skepens. Und das gibt Freistoß für den FC Kärnten.
Jovanovic. Tolja und da Probleme für den Bregenzer Torhüter. Und Maric etwas überrascht ob dieser unerwarteten Chance unmittelbar nach dem Seitenwechsel. An Berchtold gegen Jovanovic. Ein Zusammenstoß. Dietmar Berchtold bereits verwarnt. Hat Jovanovic sicherlich getroffen. Aber er sieht jetzt Gelb-Rot. Berchtold vom Feld, die Bregenzer ab der 53. Minute nur mehr mit 10 Mann. Schauen wir uns das Ganze in der Zeitlupe an. Der Tritt sicherlich von Berchtold gegen den Knöchel von Jovanovic, der etwas angeschlagen das Feld verlässt. Und für ihn kommt nach einer Stunde der ungarische Legionär Peter Kabat. Er feiert sein Debüt in der Bundesliga. Kolwezon. Zafarin etwas zurückgehalten von Klaus und Freistoß. Ideale Distanz. 20 Meter. Hutter am Ball, Vorderecker und Celander das 1:0. 73. Minute die Führung für den FC Kärnten. Robert Celander, ausgerechnet der Jüngste in der Mannschaft. Erstes Bundesligaspiel, wir haben es gehört, vom Beginn weg und gleich das erste Tor. Da gibt es nichts zu halten für Torhüter Tolja auf dem nassen Rasen. Die Mauer hat sich zu früh aufgelöst. Kärnten voran, 1:0. Und die Reaktion der Bregenzer, ein Doppeltausch. Aslan und Klaus raus, Konrad 20 Jahre alt und Hauser 19 Jahre alt rein. Dann Walter Kogler mit Nasenbeinbruch, ebenfalls vom Feld. Und die Schlussphase dramatisch. Die Trainer, die Anspannung, die letzten Minuten. Und Bregenz jetzt plötzlich hellwach. Konrad und Jovanovic vor Ensusi. Wir sind bereits in der Nachspielzeit. Skeppens. Und Konrad Gorio mit einigen Problemen. Der Ball natürlich nass, rutschig, unberechenbar. Die Zuschauer bereits in Erwartung des Schlusspfiffes. Und so auch Roland Gorio, der sich beim Ausschuss zu lange Zeit lässt und noch verwarnt wird. Wir sind bereits in der 94. Minute. Es geht nur mehr wenige Sekunden. Sollte normal nichts mehr passieren. Papaz. Auch wenn die Bregenzer natürlich hoffen. Kampel. Und Vorderecker kann den Eckball nicht verhindern. Die letzte Aktion. Skeppens. Der Belgier wie immer bei solchen Standardsituationen. Alle nach vor. Auch Torhüter Tolja. Skeppens. Und da ist Alexander Hauser, der Ausgleich, 94. Minute. Eingewechselt und erfolgreich. 19 Jahre ist er alt. Hat bereits Auslandserfahrung bei den Glasgow Rangers gesammelt. Und jetzt gelingt ihm dieser wichtige Treffer. Die mitgereisten Fans durchnässt, aber glücklich, ebenso wie die Bregenzer Spieler. Denn unmittelbar danach erfolgt der Schlusspfiff. Endstand FC Kärnten Schwarz-Weiß-Bregenz 1:1. Für die Vorarlberger sicherlich ein gewonnener Punkt. Für die Klagenfurter zwei verlorene Zähler. Der FC Kärnten bleibt zwar auch im vierten Spiel ungeschlagen. Und während die Fans der Bregenzer mit den Spielern feiern, bevor es auf die lange Rückreise geht, ist die Enttäuschung den Klagenfurter Spielern doch ins Gesicht geschrieben. Ja, die Enttäuschung bei den Kärntnern vielleicht groß, aber die Serie nicht abgerissen. Kärnten weiterhin ungeschlagen und die Bregenzer weiterhin mit der Tuchfühlung zu den besten Mannschaften der Liga auf Platz 3 der Tabelle. Wer hätte das gedacht zu Beginn dieser Saison? Wir machen natürlich auch Interviews oder haben Interviews gemacht in Klagenfurt. Da geht es vor allem um die Neuen, um die Torschützen, die Jungen, um Schellander und Hauser. Beide zum dritten Mal gespielt und beide ihr erstes Tor geschossen. Also neue Gesichter, neue Stimmen bei den Interviews.
Selbstvertrauen ist einfach alles. Beim FC Kärnten lässt sich Robert Schillander von seinen prominenten Kollegen den Ball auflegen. Und schon war das Glücksgefühl geboren. Erstes Meisterschaftstor in der Kampfmannschaft. Und zum ersten Mal geht's rutschend Richtung Betreuerbank. Ja, es war so, der Trainer hat gesagt, der nächste Freistoß, der schnappe ich mir einfach den Ball und das war das Problem, weil er weiß, dass es meine Distanz das eigentlich ist. Und da habe ich schon einige Tore erzielt, auch schon bei den Amateuren, von der komme ich jetzt eigentlich. Und das Gefühl war halt ein Wahnsinn. Ich meine, schade, dass wir es nicht drüber gebracht haben, leider. Ja, dass der FC Kärnten das 1:0 nicht über die Spielzeit gebracht hat, liegt an einem Prägenzer, der auch zum ersten Mal über sein erstes Tor in der Kampfmannschaft jubeln darf. Alexander Hauser. Super von der Mannschaft, wir haben nie aufgegeben, super Moral bewiesen und es war eine Ecke, der Schäpens hat sich super reingehaut und ich bin einfach reingelaufen und dann weiß ich nicht mehr, habe ich einen Kopf erwischt, aber ich weiß gar nicht, wohin das gegangen ist. Ihr erstes Tor in der Meisterschaft? Ja, mein erstes Saison da. Das Gefühl? Super, unglaublich, kann es immer noch nicht glauben, es ist ein super Gefühl. 2 Corner in der Nachspielzeit, das darf einer so routinierten Mannschaft einfach nicht passieren. Natürlich nicht, wenn man bedenkt, dass wir 35 Minuten mit gegen 10 Bregenzer gespielt haben, 1:0 geführt haben und schlussendlich fast in der Schlusssekunde den Ausgleich hinnehmen mussten. Letztes Mal in Meisterschaft, wir haben hier in den letzten Minuten ein Gegentor bekommen, 2:2. Und, heute ist es mit uns Glück, und, aber ich finde, jede Mannschaft ein Punkt ist ein richtiges Resultat. Ja, das war